Hallöchen, Freunde, und willkommen bei Peru Plays. Ich bin der Peru. Und ja, das ist ein Spiel, das habe ich sehr, sehr lange liegen lassen. Also man kann wirklich von Jahren sprechen, nämlich DC Universe Online. So, gibt es ja schon ein paar Jahre. Zu der damaligen Zeit hat mich irgendjemand mal irgendwie auf Star Trek Online gebracht. Und da habe ich das Ganze, ja, einfach mal beiseite gelegt. War nicht so meins, und also zu der Zeit, ja, hätte ich mal da weitergemacht. Bei Star Trek Online, das ist mir alles ein bisschen mit der Zeit sehr schnell zu nerdig geworden, und da sind ja wirklich, da zerbrechen Freundschaften, die sind richtig kriegerisch unterwegs gegeneinander, also richtig auch auf persönlicher Ebene. Da habe ich gesagt, komm, irgendwann, was ein Scheiß, ne? Such dir andere Online-Spiele, wo es ein bisschen spaßiger zugeht, ne? Wo Spaß macht auch, ne? Und ja, deshalb werden wir jetzt mal einen neuen Charakter erstellen. Jetzt muss ich erstmal hier diese Figur, die ich vor Ewigkeiten und die ich nicht mehr kenne, löschen, um einen neuen Charakter aufzusetzen. Das war Tribal Flame. Ja, ich gebe es zu, das war jetzt nicht sehr originell. So, weg Mein damit. großer Triumph war zum Greifen nah. Die letzte Schlacht in meinem langen Krieg gegen Superman. Seine Kräfte waren von den ständigen Kämpfen stark geschwächt. Und er flog ins All, um sie von der gelben Sonne der Erde wieder aufladen zu lassen. In diesem Moment schlug ich zu, aber meine Besessenheit hatte mich blind für die wahre Gefahr gemacht. Für den wahren Feind der Erde. Gegen jemanden, der dir gewachsen ist. Cyborg, halte Luthor in Schach, während ich Verstärkung rufe. Deathstroke, wird Zeit, dass du mitmischst. Gehen sich nicht von allein. Suchst du was Bestimmtes? Sei gegrüßt, Schwester. Das. Batman töte ich, sonst keiner. Ruft ihn. Bringt ihn zu mir.
Adam! Du verdienst es nicht zu leben! Diana. Besiegt von einem Mann. Nein, du hast alles verloren. Nein, ich habe dich besiegt. Ich, Lex Luthor. Brainiac ist wieder zurück. Jahrelang stahl er den Beschützern der Erde die Kräfte, doch wir waren zu sehr damit beschäftigt, gegeneinander zu kämpfen. Ohne euch drei konnte sich Brainiac der restlichen Helden rasch entledigen. Wer Glück hatte, starb im Kampf. Am Ende überlebte nur ich, wie eine Kanalratte in seinem Imperium. Ich bin durch die Zeit gereist, um euch zu warnen. Dies ist meine Vergangenheit, aber eure Zukunft. Und mit ihr kommt das Ende der Menschheit. Wir müssen sie also gemeinsam ändern. Luthor, was hast du getan? Ich gebe euch eine Chance, euch zu beweisen. Er lügt. Das ist irgendeine Falle. Warum sollten wir dir vertrauen? Weil die Welt verdammt ist. Wenn ihr euch nicht darauf einlasst. Ich habe Brainiacs Exobytes gestohlen und sie in die Erdatmosphäre freigelassen. Sie enthalten die geraubten Kräfte der Helden und Schurken meiner Zeit und sie werden auf jeden übertragen, der mit ihnen in Kontakt kommt. Die Exobytes werden eine neue Rasse von Superwesen erschaffen, die Brainiacs Invasion abwehren kann. Bringt ihnen bei, ihre neuen Fähigkeiten zu nutzen, denn sie müssen in der kommenden Schlacht an vorderster Front kämpfen. Sonst wird meine düstere Zukunft auch eure werden. Ich kann nur hoffen, dass es noch nicht zu spät ist, denn ich werde nicht hier sein, um diese neue Zukunft zu erleben. Meine Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss diese Erde dir überlassen. Hol dir die Exobytes und nimm das Schicksal in deine Hand. Ja, ein episches Finale, da wollte ich natürlich nicht reinreden. Und damit... Ziele identifiziert. Ja. Wähle Geschlecht und Körperbau. Genau, damit geht es los. Wir erstellen uns unseren Superhelden. Die Welt wartet auf uns, vertraut auf uns. Ja, also einen Riesen bauen wir jetzt nicht. Was haben wir hier? Flink, mittelgroß, flink, klein. Ja, Kampfzwerg, ist klar. Das sieht ja schon fast Hulk-mäßig aus. Kräftig, mittelgroß, kräftig, klein. Kräftig groß. Nee, ich nehme hier. Das ist durch. Wähle einen Exobyte Download Typ. Erstelle eine benutzerdefinierte Konfiguration oder ein Modell mit Hilfe von Daten eines Erdhelden oder Schurken. Okay. Lassen wir uns inspirieren, weil ich hatte da schon was im Kopf. Modell anhand von verfügbaren Daten existierender Helden und Schurken. Also ich will das jetzt nur als Grundlage nehmen, aber... Superman, Catwoman, Lex Luthor, Joker, Flash, also so ziemlich alles, was Rang und Namen hat. Kann hier Pate stehen, der gute Bane, Circe, Beast Boy, Mr. Freeze, Green Arrow, Steel, Martian Manhunter, Green Lantern, Sinistro, Black Lightning, ja. Yeah. Lifewire. Sieht auch cool aus, also vom Outfit, ne? Erde. Nie gehört. Geoforce. Captain Atom. Major Force. Gibson. Es ist wirklich eine Unmenge an Möglichkeiten, die man hat. Also Guy Gardner, ich finde den Namen auch nicht so gut gewählt, ne?
Detonierer. Sergeant Rock. Sehr metastisch. Firestorm, Neutron, Mercer, Ocean Master. Nee, wir nehmen den ganz ersten, Batman. Ich habe Batman immer geliebt. Warum? Weil er, wie soll ich sagen, kein richtiger Superheld. Exobyte Download Zusammenfassung wird angezeigt. Erscheinungsbildoptionen verfügbar. Jede Kategorie nach Wunsch modifizieren. Download annehmen, wenn bereit. Wunderbar. Nee, was ich sagen wollte, ich mochte immer Batman am liebsten, weil das ein ganz einfacher Typ war, der eben halt hart trainiert hat, sich Gadgets gebaut hat und ja, konnte auch nicht fliegen, ne? Also schwingen dann allenfalls, ne? Aber ja, das fand ich schon cool. Deshalb basierend jetzt auf Batman. Echt jetzt? Lava. Ach du lieber Fels. Die Haut sieht man hier eh nicht. Haare auch nicht. Wie sieht das denn aus, Alter? Nee, das ist alles nix. Download erfolgreich. Das hatte ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Ich meine, es sieht nicht schlecht aus, ne? Neu zusammen. Jugendlich. Da war ein dunkles, das gefiel mir eigentlich ganz gut. Da schauen wir mal. Nee, das Leuchten ist ja lächerlich, ne? Das ist ja. Fels. Pflanze, kristallin. Roboter. Achso, das ist jetzt unter dem Kostüm oder wie? Okay. Download erfolgreich. So, jetzt wollen die Namen. Jetzt brauchen wir was Dunkles hier, ne? Was hier Eindruck macht. Und vor allen Dingen nicht vergeben ist. Das wird schwer. Ich hab's mir fast schon gedacht. Wie wär's damit? Moment. Zum Glück bin ich ja recht fantasiereich hier. Mist. Black Curse wäre ein schöner Name gewesen. Ein bisschen Richtung Batman, aber schauen wir mal. Ja, das Problem ist, dass viele Leute genauso viel oder wenig Fantasie haben wie ich. Das muss ich glaube mal überlegen. Das gibt mir aber kurz Zeit, um meinen Tee hier mich rauszupfen, den ich mir gemacht habe. So, Black, Dark, irgendwas mit Fluch, Black Coffee, nein, Black Metal, Dark Metal, ich weiß nicht, Freunde. So, jetzt müssen wir überlegen. Das ist natürlich jetzt, an der Sache hakt es jetzt, der Name. Na, ist natürlich klar, bei ein paar tausend, vielleicht sogar Millionen Spielern, ja, kann sich die Wahl des Namens ein bisschen schwieriger gestalten.
Puh, das klingt zwar ein bisschen theatralisch, aber... Dark Shadow ist bereits gegeben, natürlich! So, wir machen jetzt hier mal einen kurzen Break und ich melde mich gleich wieder, wenn ich einen Namen habe. Das kann nämlich noch ein bisschen dauern. Das Zentrum des Multiversums. Alles wird Brainiac gehören. Ich plane keine Invasion, vielmehr eine Assimilierung. Ich habe wichtige Knotenpunkte im riesigen Nexus des Wissens der Erde identifiziert. Diese werde ich erfassen und digitalisieren. Natürlich können auch unwesentliche Informationen erfasst werden. Sie werden sortiert und bereinigt, nachdem die Digitalisierung abgeschlossen ist. Der Widerstand der Erde macht mir keine Sorgen. Dort gibt es keinen Intellekt, der stark genug, keine Macht, die groß genug wäre, mir zu widerstehen. Bald wird dieser Planet und alles, was sich darauf befindet, mir gehören. Faszinierend. In der Erdatmosphäre gibt es eine Anomalie. Beginne mit der Analyse. Diese Exobytes sind meine Technologie. Jedes mit unglaublich viel digitalisierter Energie aus der Zukunft der Erde. Meine Sammlerschiffe werden die Daten dieser Exobytes einfach regenerieren und das Schicksal der Erde besiegeln. Das ist ein neues Hindernis. Diese Menschen widersetzen sich meiner Assimilierung. Meine Konvertierungseinheiten können sie nicht halten. Die Menschen sollen ihre Kräfte einsetzen. Am Ende gehören auch sie. Brainiac. Ja, was wir noch sehen werden. Ja, der Charakter ist fertiggestellt. Ich habe ihn jetzt mal Black Judge genannt, den schwarzen Richter. Passt ja ganz gut. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, dass ich den Charakter jetzt nicht noch weiter ausbauen konnte. Ich glaube, es war ein Fehler, jetzt die Vorlage von Batman zu nehmen. So. Schauen wir uns das mal an. Wenn es gar nicht taugt, dann, ja. Machen wir 9. So. Willkommen, das ist Black Judge. Fliehe aus Brainiac Schiff. Kleiner Dialog hier. Nahkampfangriff und drücke ja, Dreieck für den Fernangriff. So, läuft. Räume vor der Tür schon weg. Ja, machen wir doch mal. Ja, das ist Batman nicht unähnlich. Das ist so ein Abklatsch von den Bettringen, ja? So, fliegen können wir natürlich nicht. Aber hier gibt's mal die Aufbacken. Ja, wo ist denn der gute Supi? Du musst sterben. Ja, scheiß auf den. Na, die haben doch bis jetzt ganz gut platt gemacht, Jungs. Verstärkung. Ich patrouilliere Richtung Gefangenenbucht. Ich finde jetzt gar nicht so schlecht, den Charakter. Ich bin überlegen, ob ich den zu lassen. Komm
Willkommen bei Level 2. Halte L2 gedrückt und drücke Viereck, um neue Fähigkeiten einzusetzen. Okay. Ah, siehe schon. Jetzt sehe ich's. Okay. So, da wir nicht fliegen, müssen wir alles schön machen, aber das ist ja okay. Ja, ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir es wirklich so lassen wollen. Ich finde es gar nicht so schlecht jetzt hier. Ah, den haben wir platt gemacht hier. Superman geht voran. Hier. Oh, guck mal hier, schöne Aussicht. Okay. Wir schweben über der Stadt. Ja, ich komme schon. Nicht hetzen hier, ne? Nicht hetzen. Alter Mann, das kann den Zug noch. Jetzt geht's. Also diese Pseudo-Batterings, nenne ich sie jetzt mal, sind natürlich geil. Um schon mal ein bisschen cool zu arbeiten. Die Jüngste also ein bisschen mürbe zu machen. Ja, ich stehe jetzt ein bisschen doof. Ja, ich gebe es zu. Ah, wir klären uns da schon durch. So, wer wartet denn noch auf mich? Das ist bestimmt knapp. Ich glaube, zackt. Was ist das hier? Ein XP. Halt den Menschen auf! Nenn mich nicht Mensch hier. Ach ja. Schön, Rückgrat. Schwarz. So. So, dann helfen wir Supi ein bisschen. Was ist denn er denn hier noch? Geh weg. Opfer. So. Ja, der fliegt hier nur noch durch die Gegend, sehr schön. So, zum zentralen Kern des Schiffes. Ah, Leute, jetzt sind wir wirklich hier auf dem Sender. So, komm. Ah, mal so ein bisschen mit Sonderfähigkeiten einsetzen, ne? Spaß reinkommt. Okay. Da gab's einen Bonus. Ist da noch einer? Nee, jetzt nicht mehr. Supi räumt hinter vor mir auf. Sehr gut. Ich wollte ja eigentlich keinen Helden mit Umhang, aber mein Gott. Jetzt ist es. Ich meine, immerhin fliegt er nicht, da kann sich jetzt ein Cape wie im Flugzeugtriebwerk verheddern und das tut keine Ahnung. Da muss es immer positiv sein. So. So, da hast du den mal schön furchen. Weiter geht's, Supi, mir nach. So, halte er 1 gedrückt, um Angriff zu blockieren. Mich jetzt hier vorausgehen oder was? Oh, was haben wir denn hier? Ach du liebes, nicht so beahnt es nicht. Thank you.
So, dann haben wir so ein bisschen Rückenschaden hier. Kann nicht verkehrt sein. Green Lantern. Okay, mittlerweile haben wir hier ja schon eine coole Gesellschaft. Jetzt ein bisschen Support hier. So, ja, wir gehen mal auch ein bisschen in Deckung. Das ist nicht verkehrt. Ja, natürlich, ist klar. Wir hauen die alle in dort. Nee, logisch. Ja, wir müssen gleich mal an mit dem Fernseher. Ja, aus der Ferne geht es auch ganz gut. Bei den anderen Jungs fliegen wir auch mit. Schluck nehmen und dann rein ins Getümmel. Vorher jumpen wir mal ganz kurz hier zum Erste-Hilfe-Behälter. Nehmen wir gleich mal mit hier. Jetzt bin ich gleich wie gemacht. Wo ist denn Supi? Ein bisschen Support wäre hier nicht schlecht. Dann brauche ich natürlich ein bisschen länger als Supi hier. Ach du liebste Sinne. Der zentrale KI-Kern des Schiffs. Wonder Woman ist auch schon mit dabei. So, jetzt müssen wir hier
Natürlich. Wir müssen auch freundliche Kollegen unterstützen. Ich versuche das jetzt mal so weit möglich. Erstmal so ein bisschen was im Hintergrund. Lass mal den Rhythmus raus, hat hier. Schwört er meinen guten Freunde. So. Thank you.
unser Mensch. Ja, so geht das. Guck mal, wie die sich hier alle angestoßen. Wir haben doch einen Bonbon. So, ist hier noch irgendwo? Ja, da. Sicher ist sicher. Jetzt hier einfach mal so ein bisschen auf die Entfernung. Jetzt haben wir doch ein bisschen eingesteckt hier. Aber natürlich lassen wir Betsy nicht alleine hier. Hier, das hier. Da müssen wir kaputt kriegen. Den Kern. Und das machen wir jetzt mal. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte hier die Hauptmission aus den Augen verloren. So ist das natürlich nicht. Oh, da ist Brainiac höchstpersönlich. Ah, das sieht nicht so toll aus. Alter, das sieht, hallo? Krieg ich hier mal ein bisschen zu mir? Jetzt hier Problem, Freund. Ha! Ach, dagegen bin ich immun. Das ist ja richtig geil. Okay. Ich muss nur rechtzeitig in Deckung gehen, meinem Kollegen. Ja, dir, du Vogel. Jetzt! Bäm! Ja, für jeden kommt mal die Zeit.
Green Judge Black erwischt. Ach, jetzt macht er sich vom Macker. Feige Socke. So, sprich mit Superman. Ja, wo schwebt denn der Kerl schon wieder rum? Kaum lässt man den Kerl aus den Augen, schwebt er irgendwo in der Gegend rum. Falls du daran interessiert bist, dass ich in so einem Kampf was nehme, das ist zu schnell und zu klein zum Lesen. Schade eigentlich, aber ich glaube, Superman wäre ganz begeistert davon und fände es ganz knorke, wenn ich ihn unterstütze bei seinem Kampf gegen das Böse. Ja. Jede unserer Taktiken versagte. Brainiac kam zur Erde, um sie zu zerstören. Und er war am Gewinn. Dann brachte uns eine sterbende Version des größten Schurken der Erde eine Waffe aus der Zukunft, von Brainiac selbst gestohlen. Neue Helden, um Brainiac zu widerstehen. Und neue Schurken, die das Chaos ausnutzen wollen. Ich werde diese neuen Helden trainieren, um den kranken Wahnsinn des Jokers zu bekämpfen und jedes andere Übel. Ich bin Batman. Der Kampf hat erst begonnen. Schlagzeile vollständig. Die große böse Welt da draußen. So. Wo geht's lang? Und tschüss. So, ich denke mal, damit sind wir raus aus dem Schiff. So, Equipment ausrüsten. Du hast neue Ausrüstung erhalten. Rüste sie in deinem Inventar aus, um noch mächtiger zu werden. So, wähle den Gestell aus, um ihn auszurüsten. Schon mal eine komische Bande, die hier ihre Fähigkeiten ausprobieren will. An mir. Weiß jetzt auch nicht warum, weil wir sind ja... Gehe ich mal von aus, Verbündete. So, aber... oh, kriege ich ein Geschenk? Okay. Werden wir uns später anschauen. Ja, das waren die ersten Schritte von Judge Black in DC Online Universe. Und wenn ihr Bock drauf habt und mehr davon sehen wollt, lasst es mich wissen, gebt dem Video ein Like, beziehungsweise schreibt mir einen netten Kommentar oder abonniert den Kanal, da bin ich auch immer für zu haben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal.